Hallo ihr Lieben da draußen zu unserem kleinen Halloween-Special. Ja, hier auf dem GameWord-Kanal. Ich habe für euch ein ganz tolles, wunderschönes Spiel rausgesucht, nämlich The Last Crown Midnight Horror. Und glaubt mir, es wird der absolute Horror werden. Und wir gehen jetzt rüber ins Spiel, denn wir spielen dort, ja, die Halloween-Nacht und mal sehen, was uns da so passiert. Los geht's, lasst uns rübergehen. So, und jetzt nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer kleinen Horror- bzw. Halloween-Show. The Last Crown Midnight Horror ist ein, ja, kleines, aber niedliches, feines, wie ich finde, sehr schön gestaltetes Game. Und wir wollen jetzt natürlich mal reinschauen und uns das Gruseln lernen. Oh Gott. Wir sind also in Sexton in der Nacht von Halloween. Geister. Schnarch. Someone there? Lass uns mal gucken. A flyer. Halloween at the Bear. Flyer? Halloween in the Bear. I should check to see who it is. Guck mal hier mal. There's no one there. Kein Mensch ist hier. Das ist aber... Wow! Trick or treat, eh? What have I got? So, nehmen wir hier die Süßigkeiten mal mit. They ought to do the trick. Genau, also Zuckerstangen sollten es tun. Sweets and candy canes, so. They ought to do the trick. Genau. Dann gehen wir doch mal raus. Trick or treat, penny or a sweet. If you don't have a penny, a sweet will do. If you don't have a sweet, then we'll get you. Dann holen wir dich. Oh Gott. Wir geben lieber Süßes. Saxton Harbor, my home for the time being. Das ist sein Zuhause. Mhm. Okay. Wir geben die. Here you go. Now go rot your teeth. Ta. Thanks. Cool. Halloween, the annual festival of diabetes and tooth decay. Ja. Das ist ein Fest von Diabetes, genau. Perhaps I could track down Lucy. She's working at the Bear. So, wollen wir mal hier rüberlaufen. So, wir können natürlich mit den Leuten hier auch sprechen. Selling well? Not really. It's a slow night. Have a fun night. So, was können wir hier uns noch angucken? Okay, die haben alle hier gebrannt. The tide is in. The tide is in. The tide is in. Was haben wir hier noch so? Können wir uns noch was angucken? Nö. Is it true? Did they really burn witches here?
Yeah, all burnt alive and... Wir hier mit irgendjemand sprechen? Was nochmal? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nee. Hello, who is it under there? Frankenstein. Frankenstein. Oh, like that, is it? Can I join the party? No mask, no entry. Wir gucken mal zur Party. Lucy, Nanny Noah, Bob, they'll be expecting me. Genau, die warten nämlich alle auf uns. Nur was kommen sie hier nicht rein, okay? Station Master? Frankenstein. Okay. Na, dann spreche ich später mit dir. That's not right. Das ist nicht richtig. That's not right. That's not right. No, that's not working. Okay, funktioniert nicht. Ich trinke erstmal was. Was ist das eigentlich? No, I should no. No, that's not right. No, that's not right. No, that's not right. Na gut, dann gehen wir halt erstmal weiter. Hier können wir gerade nichts machen. The beach with Saxton Shore beyond. Okay. The old net hut. Das Netzhütte. Das ist ein verlassenes Gebäude. Das ist schon mal nicht so toll, finde ich. Fisherman's cottages facing the sea. Old fisherman's cottages. Okay. Na gut, dann gehen wir halt mal hier rüber. The bear. Das ist Bär. The bear. Ah ja. Blut steht hoch heute. My home for the time being. Okay, na dann, gucken wir mal weiter. Rotten fish. Rottete Fisch. Still pass on the local delicacy. So, können wir hier noch irgendwas angucken? Blut ist da. A puny light. Kleines Licht in der Nacht. Mhm. Warte mal, wir gucken mal hier weiter. Kann man hier nicht irgendwo hingehen? Nee, sieht nicht so aus, hä? Okay. Jetzt ist die Frage, ob wir hier irgendwo hingehen können. Oder ob wir erstmal wieder zurückgehen. Wir gehen mal zurück. Haha, gute Zeit, um Geister zu jagen, ja. Das stimmt wohl. Okay, jetzt bin ich natürlich wieder hier. No mask, no entry. Keine Maske, ohne Maske kann ich nicht rein. Vielleicht kriege ich ja irgendwie eine Maske auf dem Markt. Mal gucken.
Das wäre ja eigentlich ganz cool. Hello. Hiya. Na, es kostet eine Maske. How much have you got? Nothing. So here's nothing in return. Dafür gibt's dann auch nichts. This is a volunteer job. Why no sales? Warum läuft es nicht? Go on. People shop online for this stuff. And the second reason? I've no idea which one's which. Oh, come on. Frankenstein should be easy enough, no? Is he the mummified one? I've got an idea. I'm all ears. I sort out the masks and the labels, then take my pick. Yeah, right. Okay. Ah, jetzt haben wir einen Deal. Bits and bobs from all over. Most likely off the back of a lorry. A couple of decades ago. Mm-hmm. A bit skinny for me, but you do have a lovely grin. Okay. Was haben wir denn noch so? Clearly a representation of the devil. Teufel oder nicht? Okay. Sequins? Certainly a throwback to the 1950s. Sultry, dark and moody. Sinnlich. Was haben wir denn hier? Maske für einen Banditen. Okay. Pretty obvious. It's Mr. 5th of November himself. Mhm. It's not even Frankenstein. Oh, ja. It's the monster. Frankenstein Monster. Was the creator, the scientist. So, was haben wir denn hier noch? Also das haben wir schon. Mask for a bandit. Giving up? I'm afraid so, but I've a feeling I'll be back. Okay, Halloween is coming, the witches are hunting. Witchcraft and magic, they all burn here, they all burn here. Hello. Hiya. So, wo kriegen wir denn jetzt eine Maske her, ey? Halloween is coming. Mal sehen, ob wir vielleicht von zu Hause irgendwas kriegen. Disco, party games, nibbles? What does any of this have to do with Halloween? Hm, was hat das mit Halloween zu tun alles? Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ihr Lieben. Wo kann ich jetzt irgendwas machen? Irgendwie komme ich hier gerade nicht so richtig weiter. Hello, who is it under there? Frankenstein. Ja, das wissen wir ja schon. Oh, like that, is it? So, probieren wir es nochmal. No mask, no entry. Krieg ich denn so eine scheiß Maske her, ey? They'll be expecting me. If your mask's not on, you're not coming in. Ja, wo krieg ich hier so eine Maske her, ey? I'll talk to you later. Na, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Nee. Nö, nö, nö. Okay, ich muss nochmal zurückgehen zu der Frau auf dem Markt. Ich glaube, das hat was mit dem Markt zu tun. Bin mir aber ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. They've all had far too Witchcraft much sugar. And magic, they all burn here. Strange behavior. They all burn They've had here. Too much sugar.
strange behaviour. The tide is in. The witches are a-haunting. Und wir gucken nochmal zu der Frau her. Hello. Hiya. How much are the masks? How much have you got? Nothing. So here's nothing in return. Das ist dann auch nichts. Sorry, this is a volunteer job. Wir sind ja freiwillig. Why no sales? Warum läuft das nicht? Ich weiß nicht, welche wer ist. Beschrifte sie und darf mir dann eine aussuchen. Okay, also ich muss die irgendwie beschriften. Wahrscheinlich sind da was Loggen hierher. Sultry, dark and moody. Musty old damp boxes and a few name tags. Jolly useful. Ah, okay. A bit skinny for me, but you do have a lovely grin. Mm-hmm. Swedish princess, Frankie. Okay, was Zorro? Retro-Clam. Sequins? Certainly a throwback. 50er, das ist Retro-Clam. There's a chilly Snow Queen look to this. Den Schneekönigin. Pretty obvious. It's Mr. 5th of November himself. Pretty obvious. It's Mr. 5th. Okay. It's not even Frankenstein. It's the monster. Es ist Monster. Wollen wir mal probieren. A good mask for a bandit. Dämon. Ja. This has got a Mexican wrestling vibe about it. Somewhere here. One for the show-offs, I think. All plumed up with nowhere to go. Dort. Temptress. Was ist denn jetzt noch nicht? Was? So, haben wir noch was? Okay, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Das ist wahrscheinlich nicht richtig. Aber ihr Lieben, wie es weitergeht, sehen wir natürlich in der nächsten Episode heute. Seid schon mal gespannt darauf und ich gucke mir das jetzt mal an, wie es hier weitergeht. Also dann, macht's gut. Tschüss und ciao.